Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Landwirtschaftssimulator 2017 zusammen mit Toto und Marco. Hallo. Hallo. Gerade sagen, warum spritzt er da nichts raus? Ich mag Sonnenblumenkerne. Sind ja die gesalzenen? Nee. Was? Ja. Voll geil, oder? Kann man essen, ja. Sicher kann man das essen. Ich mag lieber Erdnüsse. Oh ja, Erdnüsse sind auch geil. Dass du Erdnüsse magst, das war mir klar. Warum? Du bist der Erdnuss-Typ. Verstehst du? Mhm. Was kaufen wir uns denn als nächstes? Weiß ich noch nicht. Kühe, ne? Ach jo, ja, genau, Kühe müssen ran. Kaufen, Tierwagen. Und dann Kühe. Wir brauchen Stroh. So. Ja, dann mach doch mal. Ja, dann. Der ist ja den ganzen Tag. Marco. Ja? Der ist den ganzen Tag nur in seinen Drescher. Er macht nichts anderes. Der ist wie mein Chef, der kommt da nicht raus. Kenn ich noch so einen Schweinehund-Chef, ey. Wer denn? Meiner. Warum? Was ein Schweinehund ist. Hoffentlich guckt er die Folge und klickt genau jetzt rein. So. Schweinehund. Wer ist ein Schweinehund? Ich glaube, ich werde dieses Video mal den Chef schicken. Mach das. Ich dachte, du machst deine Ausbildung. Wenn das so scheiße ist, warum machst du denn da deine Ausbildung? Das ist nicht scheiße. Der Chef ist eigentlich relativ cool drauf. Genauso wie die Chefin. Nur manchmal hat der echt einen Schuss weg, ey. Ja, das sind Chefs. Ich kann es ja verstehen, wenn man aufschreibt, wie viel Öl in den Trecker eingelassen wird. Ja. Und der Zettel dann weg ist. Okay. Hat man das Problem, weiß ich nicht, 800, 900 Liter Öl. Ja. Muss ja bestimmen, wie viel das war, damit der Kunde das bezahlt. Macht der schon wieder Pause oder wo ist der? Wer? Der Toto. Drescher läuft, Rohr ist ausgefahren und der ist nicht da. Ja, der macht gar nichts mehr. Du kannst das auch nicht sagen. Also von null kannst du dich noch weiter bremsen. Wo denn? Sah so aus. Komisch gerade aus. So, wo ist die Lusche? Ah, gut. Hat gesehen, dass ich komme, hat der Angst gekriegt, dann steigt er wieder ein. So läuft das. Ach du Scheiße. Soll ich zugeben? Ja, ich hab nur gedacht, na, bevor wir der vor dir auf die Knie fällt, komm. Letzte Mal, ne, dass ich jemandem vor die Knie gefallen bin. Das war bei deiner Mama. Warum, weil sie in die Klöten gedreht hat? Boah, Alter, ich hätte jetzt einen krassen Diss drauf, aber das lassen wir aber lieber. Ach doch, sind unter uns. Ja, klar. Haben wir denn gar kein Stroh oder was? Oder? Nee, das hast du doch alles in den Kompost geschmissen. Jetzt? Ja. Komplett alles? Ja. Das kann ich ja kaum glauben.
Wo sind unsere Lagerbestände? Da. Okay. Tiere. Bauernhofgrundlagen. Ach, da. Oh. Tatsache. Was habe ich denn so einen Quatsch gemacht? Willst du das mal sagen? Gibt's keine Antwort drauf. Du meinst auch, ja. du bist lustig, ne? Ja. Toto? Ja. Was denn? Ich glaube, wir sollten den Marco mal rausschmeißen. Wieso packst du mich mit dem Fan zu? Was soll der Quatsch hier? Also Rückwärtsgang, ja. Ja, den kann ich nicht benutzen, wenn der Fan davor steht, du Alme. Der Rückwärtsgang. Was? Ach, egal. Wenn der Fan davor steht, kannst du nicht zurückfahren. Genau. Und vorwärts auch nicht. Ja, das ist mir klar, wenn er davor steht. Der steht dahinter, ey. Ja, sag das doch. Du sagst, er steht davor. Ach, scheiß drauf. Ich hol jetzt die Seemaschine. Hast du Flügen aus? Ja. Gott sei Dank. Oh, Dünger. Ich auch. Ach ne, du düngst ja, dann brauch ich ja nicht, ne? Doch. Warum? Weil du auch düngen musst. Dann fahr mal, kauf mal eben Dünger. Wieso, was hast du für eine Seemaschine? Damit Dünger. Oh. Hat der Deutz keine Power, das Ding da wegzuziehen, wa? Bin in die Mauer gefahren, Alter. Ändert nicht mehr die Disserei. Das hört jetzt hier auf. Macht mich nämlich psychisch immer fett. Yo, es reicht, Kollege Schnürschuh. Hallo. Ja? Es reicht. Ja, ich muss mein Düngestreuer auch voll machen. Wieso kann ich das Ding... Ach, hier kommt gar kein Dünger rein, Alter. Deswegen habe ich gefragt, was für Seemaschinen du hast. Wieder mal eine Leerfahrt gemacht. Wie immer. Alter, im Baum, Alter. Jetzt hier Weizen an. Wie immer. Nee, Sojabohnen wie immer. Ja, dann darfst du Toto nicht ansehen lassen. Ja. Ach, was soll denn der Quatsch hier, ey? Doch was nicht. Doch nur eine 6 Meter Arbeitsbreite. Wieso stellt er das denn auf 7 ein? Bisschen Weizen. Klapp. Bitte? Klappt. Ja, klappt.
Chaka chaka lau lau. Machst du da, Marco? Jungen, warum? Ich wollte eigentlich fragen, ob du vielleicht oben die Pflaumen und so Fabrik wieder zum Laufen bringen könntest, indem du da ein bisschen Kompost hinbringst. Ja, kann ich auch machen. Brauchen ja erstmal nur ein Feld hier mit Weizen. Ja. Ich denke, du brauchst dafür aber den Frontlader, den habe ich hier dran. Kannst du bei dir einen Frontlader dran machen? Nein. Also brauchst du schon mein Deutz, oder was? Ja. Ja, dann bringen wir mal da hin, ja. Dankeschön. Jo. Scheiße. Ja, Toto, was möchtest du erzählen? Ich gar nichts. Warum nicht? Weil ich nichts zu erzählen habe. Ist das gut oder was? Alles gut. Schön erwackelt. Was? Wackelt? Ja. Aber ruhig richtig voll das Ding, ne? Ja. Gut. Er lacht schon wieder. Was passiert? Ach, das willst du nicht sehen. Wieso kann man den nicht mal 5 Minuten allein lassen? Kannst du doch, ist nichts passiert. Udo? Ja? Sag mir, was passiert ist. Oh. Nein. Bitte. Ist ja nett. Das ist einfach vorbeifahren und nicht hingucken. Ja, denke ich für Bad Deutz auch immer. Darauf noch ein KitKat. Ich hab grad gedacht, hier im Radio läuft ich und mein Deutz, ey. Ja, ich würde schon erst den PC zurücksetzen. Und noch ein KitKat. So, Marco, ne, kriegen wir mal deine. Was? Was? Hallo? Ja? Hallo? Was hast du gesagt? Nix. Ich hab gesagt, der Marco soll aufhören. Sonst kriegen wir ja mit deiner Frau noch eher. Ja, sowieso. Weil du 100 Kilo zugenommen hast. Und noch ein KitKat. Ja, und noch ein KitKat. Ich bin so traurig. Aber gut, meine lieben Freunde. Wir sind doch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen.
Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.